Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen und willkommen zu Teil 4 der Wissenschaftsraumschiffe in Star Trek Online. Ja, wir haben ja schon einige Schiffe durchgenommen. Und ich dachte mir, warum nicht gehen wir erstmal. Es gibt zwar noch ein paar andere ja, Science-Schiffe, die ich noch zeigen will. Aber ich denke mal, wir machen heute mal was Besonderes. Und zwar möchte ich heute drei Lobby-Schiffe vorstellen, die für einen Wissenschaftler recht geil sind. Das erste ist zwar schon etwas veraltet, aber die anderen zwei sind umso besser. Also wie gesagt, drei Lobby-Schiffe, die wie gesagt dann dementsprechend ja, wissenschaftlich ausgerichtet sind. Gucken wir einfach mal. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Davon gibt es jetzt mittlerweile auch eine T6-Version. Wohlgemerkt. Die Rede ist natürlich von der Wells-Klasse. Das ist jetzt kein direktes Lobby-Schiff, sondern ein sogenanntes Logbox-Schiff. Habe mich da ein bisschen vertan, es sind zwei Lobby-Schiffe und ein Logbox-Schiff, sorry. Ja, das kommt quasi aus der temporalen Logbox. Ist die T5U-Version. Und Moment, ich glaube, das müssen wir mal rausnehmen hier. Gucken wir uns das Ding erstmal an. So, da haben wir das Prachtstück. War einmal ein richtig geiles, oder ist es eigentlich immer noch, ein recht ordentliches Science-Schiff, was sich durchaus sehen lassen kann. Also es gibt ja jetzt mittlerweile die T6-Version. Die sieht nochmal einen Ticken geiler aus. Ist auch an sich nochmal erheblich, ja, besser. So sieht das ganze Baby aus. Ja, sehr schick gemacht. Fliegt auch recht ordentlich. So, was ist jetzt so besonders an dem Ding? Erstmal haben wir hier eine Standard 3-3 Bewaffnung. Deflektor sekundärer Impuls Warp Schilde. Wir haben drei Geräteslots, drei Technikkonsolen, fünf Wissenschaftskonsolen und drei Taktikkonsolen. Das ist für ein K5U-Schiff, vor allen Dingen jetzt gerade bei der Wells-Klasse, eine richtig geile Zusammenstellung, wie ich finde. Ja, also man hat genügend Technikkonsolen, um Widerstände oder Universalkonsolen reinzulegen und man hat genügend Taktikkonsolen, um ja, anderes Zeug noch reinzutun. Ne? Und trotzdem halt fünf Wissenschaftskonsolen. Das Schiff kommt mit der Konsole Tipler-Zylinder. Ja, universal. Hülle Schildreparatur, Verringerung der Wiederaufladezeit. Was macht das Ding im Prinzip? Ja, es dreht quasi die Zeit zurück, wenn man so will. Zack. Und schon ist man in der Zeit etwas zurückgegangen. Die Konsole macht einem nichts weiter, als dass sie für 7 Sekunden die Zeit zurückdreht und bei dem Umkreis von 5 Kilometern 7 Sekunden lang festgehalten werden. Dabei können sie nicht anvisiert werden und ihr bekommt Trefferpunkte und Schildregeneration. Also es ist quasi so eine vereinfachte Version des Zeitagentensprungs. Ja. Also wenn ihr Zeitagent voll ausgeskillt habt, braucht ihr die Konsole theoretisch nicht mehr, weil es passiert quasi fast dasselbe. Bloß, dass die Feinde jetzt nicht festgehalten werden oder ähnliches. Okay, was war jetzt? Ja, okay. Whatever, jetzt hat er nochmal irgendwas gemacht. Okay. Ja. Lol, wieso hat er das jetzt nochmal ausgelöst?
Ja, okay. Ja. Recht geile Konsole. Filmwissenschaftler. Die andere aus dem, also das andere Schiff, was ich gleich vorstelle, das ist so eine ähnliche Konsole, aber da kommen wir gleich noch drauf. Station. Wir haben hier einen Lieutenant Commander Universal, einen Lieutenant Universal, einen Fähnrich Technik, natürlich einen Commander Wissenschaft und was ich sehr begrüße, einen Lieutenant Wissenschaft. Also man kann, wie gesagt, das mehr technisch ausrichten oder doch mehr wissenschaftlich, was bei der K5U-Version natürlich fehlt, was die T6-Version wahrscheinlich dann hat, ist einen Zeitagenten-Slot noch mit drin. Also entweder beim Universal oder beim Commander Wissenschaft, aber ich denke mal eher beim Lieutenant Universal wird der dann dementsprechend Zeitagent enthalten. So war es zumindest bis jetzt immer. Ja. Oder vielleicht auch Commander, aber Commander werden sie wohl kaum machen. Ich würde mal eher denken, das ist der universale Slot, der dann bei der T6-Version müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken, aber ich denke es fast, dass hier dann bei der T6-Version der Zeitagent mit drin sitzt. Ja, richtig geiles Schiff. Macht immer noch mächtig Laune. Ist auch relativ stabil, muss ich sagen. Ich habe jetzt mit meiner Skillung und allem drum und dran 63.000 Hülle drauf. Kommt nicht ganz an die Nebula dran mit 68.000. Reicht aber. Ja, also mit dem, was ich jetzt hier drin habe, passt das schon. Verteidigungswert habe ich, warum auch immer, 52,5. Okay. Wahrnehmung ist erstmal uninteressant. Beschleunigung 60, Fluggeschwindigkeit 34 und eine unglaubliche Wendegeschwindigkeit von 34,3 Grad. Wieso habe ich denn so viel? Ist das durch die Konsolen oder der Antrieb macht da eigentlich auch nicht so viel? Okay, das überrascht mich jetzt etwas. Okay, Bußexpertise, na gut. Ja, also man kann das Ding auch recht gut wendig kriegen. Sieht man ja hier. Fetzt ein. Also eines meiner ersten Lieblings-Science-Schiffe, muss ich wirklich sagen, wo ich mit dem Spiel so richtig warm geworden bin, ist ein richtig geiles Gefährt. Also ist auch relativ günstig, glaube ich, zurzeit an der Tauschbörse, dadurch, dass die T6-Version jetzt vorhanden ist. Ist die T5 noch mal ein bisschen im Preis gesunken, aber dennoch ein nicht zu unterschätzendes Schiff. Also bockt richtig das Ding. Ja. Hallo Simitar. So, das war quasi ein Logbox-Schiff. Ja, gibt es wie gesagt entweder aus der Tauschbörse oder wenn man Glück hat, ich weiß es nicht genau, aus der temporalen Logbox, aber da wird es wahrscheinlich nicht mehr drin sein. Wohl eher in der Infinity Box. Aber an der Tauschbörse könnte man da noch Glück haben, denke ich. Das erste Lobby-Schiff aus der Zweierreihe ist quasi das High-End-Stück für den Wissenschaftler. Auch bekannt als Paradox Dreadnought. Erstmal etwas verbergen. So. Ja, so kommen die quasi out of the box. Das ist quasi die schwere Dreadnought für den Wissenschaftler aus dem Lobby Store. Ein sehr, sehr geiles Gefährt. Ein übelstes Ding, sage ich euch. Richtig geil. Warum richtig geil? Erstens mal haben wir hier eine 4-3 Bewaffnung. Deflektor Sekundär, Deflektor Impuls, Warp-Schilde. Drei Geräteslots, dreimal Technik, fünfmal Wissenschaft, dreimal Taktik, genau wie bei der Wes. Und einen Hangarplatz. Ja. Die Paradox, Moment, jetzt muss ich kurz lunchen, kommt mit den Aeon Timeships als Hangar.
Die sind zwar ganz brauchbar, aber machen weit nicht so viel Damage wie zum Beispiel hier diese Elite Skorpionjäger. Man kann auch demzufolge dann andere einsetzen. Also es ist universal eigentlich. Ja, also wie gesagt, Hangar-Slot ist schon mal richtig nice. 4-3 Bewaffnung sowieso. Ne, umso mehr Feinde man anvisieren kann bzw. treffen kann, umso mehr Exotik-Schaden verteilt man. Ach, jetzt hatte ich die Meisterschaft eigentlich gesagt bei der Welt? Nee, ne? Okay, da müssen wir dann nochmal rüber switchen. Die Meisterschaft hier wäre jetzt Bonusschaden 15%, 10% Schildtrefferpunkte, Hüllen- und Schildregeneration, Schildregeneration, Widerstand und instabile Anomalien. Gravitationsquelle, Tügenspalt, chronometrisch Umkehrfeld, Zusammenbruch der Zeitlinie, explodieren und verringern Genauigkeit und Schaden. Das heißt, nach Ablauf dieser vorher genannten Fähigkeiten, gerade bei Gravi-Quelle zum Beispiel, auf bis zu 5 Feinde innerhalb von 5 Kilometern kinetischer Schaden minus Genauigkeit und alle Widerstände minus 28,6%. Das ist ein Trade, der für den Wissenschaftler, also wenn man das Geld übrig hat und genügend Lobbys hat, ist das wirklich over the top. Also gerade mit den neuen T6 Piloten-Eskortschiffen, die die Dauer der Gravi-Quelle um das Doppelte erhöhen und nochmal minus Widerstände geben, ist diese Fähigkeit dann noch mit drin absolut tödlich. Ja, also nicht nur, dass die Gravi-Quelle durch den Zeitagent wandert, nein, sie explodiert dann dadurch auch. Ja, richtig geil. Zu dem Schiff kommt der sogenannte Temporalspaltenstabilisator. Gibt passiv Exotik-Schaden, Wendegeschwindigkeit im Flug, AOE verlangsamen, kinetische Schaden und Schadensdebuff. Ist quasi dasselbe eigentlich wieder wie bei der Welsklasse. Macht aber folgendes, erzeugt 5 temporale Verzerrungen im Umkreis von 3 Kilometern um das Ziel. Bis auf zu 10 Gegner im Umkreis von 1,5 Kilometer auf Gegner, kinetische Schaden. Juriert Schilder, verringert Wendegeschwindigkeit, Impulsgeschwindigkeit. Also sie macht eigentlich fast dasselbe wie die andere Konsole. Tut aber, glaube ich, nicht das Schiff zurücksetzen, soweit ich weiß, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Da muss doch. Ja. Ja, genau. Also die ist nicht wie bei der Wels quasi mehr passiv. Sie ist eher mehr offensiv. Also hat, wie gesagt, 90 Grad Schussfeld. Ja, nach vorne hin. Macht kinetischen Schaden beim Gegner. Verringert quasi die Schäden, die er uns aufdrückt. Und verringert, wie gesagt, die Wendegeschwindigkeit und Impulsgeschwindigkeit. Ja. Auch ganz nett, eine passiv aggressive Konsole quasi, die andere war halt dementsprechend eigentlich nur passiv, hat beim Gegner halt nur Stillstand bewirkt, wenn man so will. Ja, ein richtig geiles Gefährt, macht richtig, richtig Bock. Gerade wenn man als Wissenschaftler zum Beispiel auf Polarung geht und aus den Episoden und so die ganzen Polaron-Dinger noch mitnimmt, das Schiff dann dementsprechend mit einem Verfallsdeflektor ausstattet, zum Beispiel, kann das Schiff schon echt was reißen. Ist zwar etwas instabiler, hat dafür aber 76.000 Hülle. Schluck. Ja, ist ja natürlich eine Dreadnought, ist klar, die haben immer etwas höhere Hülle. Aber die platzt wesentlich schneller vom Gefühl her als die Wels. Ja, die Stationen haben wir einen Lieutenant Commander beliebig Spionage, einen Lieutenant Taktik Führungsstation, einen Lieutenant Commander der Technik,
einen Commander der Wissenschaft und einen Fähndrich der Wissenschaft. Ist meiner Meinung nach sehr cool. Also gerade in Kombination mit Spionage und Führung, ja, kann man da schon einiges zaubern, finde ich. Aber ich würde eher auf Temporal und auf Spionage gehen. Das ergänzt sich eher. Obwohl ich bei der Nebula auch eher als primär Temporal nehme und als sekundär Führung. Weil die Torpedos dann einfach mehr reinhauen. Aber nun gut. Kann man sehen wie Leute. Auf jeden Fall eine richtig gute Zusammenstellung. Gerade der Lieutenant Commander Technik gefällt mir sehr gut durch die Notenergie zu Hilfsenergie 3. Ist schon mal richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich sehe bloß gerade, ich habe hier was verhauen mit der Zusammenstellung, aber na gut, das machen wir ein andermal. Jetzt wechseln wir nochmal kurz auf die Wells, weil die hatte ja theoretisch auch Auflevelungsstufen bis Stufe 4. Die hatte ich, glaube ich, gerade vergessen zu zeigen, dämlicherweise. Machen wir jetzt einfach schnell. 15% Bonusschaden auf Exotisch, Schildtrefferpunkte. Ja, quasi dasselbe wie vorhin. Verstärkte Hüllen- und Schildregeneration. Und Schildregeneration alle 6 Sekunden. Hier wäre es jetzt sogar möglich, die Konsole aus der Dreadnought mitzunutzen. Also beide können beide Konsolen nutzen, ne? Also die Konsole von der Wells und die Konsole von der Dreadnought aus dem Lobby Store können quasi in jedem Schiff von den zweien benutzt werden zusammen. Ja, also die passive, aktive, mehr aggressive Konsole und die eher sehr passive Konsole können zusammen gewirkt werden. Der Zweierbonus ist, fügt Tippler-Rücklaufzeit, Fragmentzeit hinzu, alle Feinde in der Nähe werden festgehalten und können nicht anvisiert werden. Was auch nicht schlecht ist. Ne? Ja. Genau. So viel dazu. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem zurzeit stärksten Wissenschaftsschiff im Spiel überhaupt, würde ich behaupten wollen. Ja, ist auch ein Lobby-Schiff. Für 900 Lobbys dürft ihr euch das stärkste Schiff zurzeit euer eigen nennen. Und zwar ist es kein anderes als der Nakul-Demosh-Forschungsschiff K6. Das Schiff, Ladies and Gentlemen, ist quasi die Speerspitze der Wissenschaft. Es gibt einfach kein anderes Schiff, was von den Features und den Eigenschaften mehr Intus hat und also selbst im PvE und PvP am besten geeignet ist. Ja. Fangen wir einfach mal an. Das hat 3-3 Bewaffnung. Deflektor, Sekundär, Impuls, Warp, Schilde nochmal. Geräte haben wir drei. Genau wie bei der Wes und bei der Paradox haben wir dreimal Technik, fünfmal Wissenschaft und dreimal Taktik. Die Konsole, die zum Schiff dazu ist, könnte man schon als overpowered bezeichnen. Ja, also gerade wer PvP mitmachen will und nach einem richtig geilen Wissenschaftsschiff sucht, nehmt bitte jenes welches. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier eine... Schade, hier hatte ich jetzt keinen gerade Kristall mit dabei. Moment, jetzt muss ich mal kurz was gucken. SDO Demosh. Was, wie wird da geschrieben? Da Emosh, ne? Da E. Da Emosh. 900 Lobby, genau.
Naja, okay. Genau. Ja, die Konsole kann schon ein bisschen als overpowered bezeichnet werden. Macht quasi passiv 12% Crit-Schaden, 15% Schildtrefferpunkte und Timeslip herbeirufen, Zeitflussduplikat. Erstellt 30 Sekunden lang ein Zeitflussduplikat Level 61, immun gegen jeglichen Schaden, solange das Zeitflussduplikat aktiv ist. Also es erstellt quasi ein Hologramm von euch selbst und ihr seid unverwundbar. Dieses Schild kann man im PvP schon etwas aushebeln, wenn man weiß wie. Aber im PvE ist es bombastisch. Also ihr könnt ja trotzdem feuern. Ne? Es ist wie das Nakur-Schild für den Boden. Was es aus den Episoden gibt, das habt ihr quasi dann hier auf dem Schiff. Kurz zum Raumschiff-Meisterschaften sind 15% Bonus auf Exotik. Schildtrefferpunkte, Höhlen- und Schildregeneration und dann haben wir verbesserter Traktorstrahlschaden und Höhlenentzug. Wer das natürlich im PvP geschickt anwendet, kann damit ziemlich viel Aua verursachen, gerade wenn es um 1 gegen 1 geht. Ja, das ist schon richtig awesome. Ja, die Konsole an sich sieht wie folgt aus. Das wäre dann jene welche. Das ist dann quasi das Duplikat. Und ihr selber seid quasi jetzt unverwundbar für 30 Sekunden, aber könnt trotzdem alles zünden. Ja, also ihr könnt auch feuern und eure Skills verwenden. Das ist alles kein Thema. Und jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Das Schiff an sich ist ja schon richtig, richtig krank. Ja. Schon von den Features her, von den Eigenschaften her und von der Konsole. Nein, es hat noch eine Kampftarnung. Wie krass ist denn das bitte? Ja, also wenn das Schild abgelaufen ist, gerade im PvP zum Beispiel, könnt ihr dann die Kampftarnung reinhauen und einfach mal kurz verschwinden. Ja, Wettkampfantrieb rein und tschüss. Ungefähr. Ist richtig, richtig krank. Also im PvP gibt es kein stärkeres Wissenschaftsschiff als jenes welches. Gibt es einfach nicht. Also zumindest nicht vom multifunktionalen Umfang, schon gar nicht auf Föderationsseite. Ich weiß gar nicht, konnte man das mit jeder Rasse spielen? Ich glaube schon, ne? Ich gucke jetzt gerade noch mal. Display Starships. Ja, das war glaube ich für alle Rassen. Ja, genau. Für alle Rassen spielbar. Ja, bei mir hat es jetzt Verteidigungswert von 51 jetzt zurzeit. Beschleunigung 55. Und Fluggeschwindigkeit 26,58 und eine Wendegeschwindigkeit von 26,1 lang zu. Also man kann es auch so wie bei der Welsing hinkriegen. Ich glaube zwischen 30 und 40 wäre schon ein ganz angenehmer Wert für PvP wahrscheinlich. Aber guckt euch das Ding doch bitte mal an. Es ist doch fantastisch. Es ist erstmal völlig out of space, also mit so einem Design hätte man bei STO nie gerechnet. Aber das ist nun mal die Nakul. Ne? Die Nakul sehen angeblich halt so aus. Ja? Ob das jetzt wirklich 1 zu 1 stimmt, weiß ich jetzt nicht genau, aber es sieht auf jeden Fall sehr awesome aus. Ja, also von Grundton gefällt mir das auch sehr gut. Ich fliege es. Zwecks aussehen mit dem Dyson-Schild. Ja, da wird es alles, weil es mein Charakter ja Minbari heißt, wegen White Star, bekommt das alles nochmal so einen weißen, rot, ja, fast schon lila Ton. Was richtig geil ist. Ein richtig geiles Ding. Die Station
haben wir einen Lieutenant Commander Universal, einen Fähndrich Universal, einen Lieutenant Commander Taktik Spionage, einen Lieutenant Technik Pilotenstation und einen Commander der Wissenschaftsstation. Na, das ist schon richtig awesome. Das ist richtig awesome. Das sage ich euch. Und also noch ein Tipp von mir, wenn ihr das Schiff spielen solltet oder ihr überlegt euch so ein Schiff zuzulegen, dann spielt bitte ein Alien. Ja, nur Aliens haben 10 Raumschiff- und Bodeneigenschaftsplätze. Und um dann wirklich das Maximum aus allem ausschöpfen zu können, muss man fast schon zum Alien greifen. Weil 10 Eigenschaftsplätze sind einfach nur der Wahnsinn. Und dann halt noch der Rest, der dazu kommt. Ja. Das ist schon richtig, richtig obermegamäßig geil. Und als kleinen Bonus, eigentlich wäre es jetzt schon zu Ende, aber als kleinen Bonus denke ich, ich zeige euch jetzt noch mein letztes Lobby-Schiff. Hat zwar mit Wissenschaft etwas weniger zu tun, aber da hätten wir halt dann alle Lobby-Schiffe so abgehakt, denke ich mal. Einige werden jetzt schreien, oh mein Gott, ich liebe dieses Schiff. Und andere werden sagen, oh Gott, was ist das für ein hässliches Ding. Die Star Trek verfolgen und die Filme gesehen haben, wissen, was das ist. Tja. Das, meine Freunde, ist für 900 Lobbys. An Spionage, Dreadnought Kreuze der Kelvin-Zeitlinie K6. Nein, möchte ich nicht. Das Schiff ist für einen Techniker, also nicht nur für einen Techniker, awesome. Wirklich richtig awesome. Ich bin jetzt noch dabei, den richtig auszurüsten und deswegen sieht das hier alles ein bisschen komisch durcheinander aus. Ja. Kelvin-Kreuzer. Erstmal so, wie er out of the box kommt. Oder out of Lobby Store eher gesagt. Ja, richtig nices Ding. Kriegen wir mal hier so eine Kurve. Auch die Texturen auf der Oberseite sind richtig genial. Ja, es ist original wie im Film. Ein richtig krankes, geiles Design, wie ich finde. So, was haben wir hier? Wir haben 5 3-Bewaffnung. Was für ein Dreadnought-Kreuzer schon mal richtig awesome ist. Im Namen spielt es schon Spionage-Dreadnought-Kreuzer, also kann man davon ausgehen, dass es mehr auf Spionage ausgelegt ist. Deflektor-Impuls. Warp-Schilde, 4 Geräteslots, 5 Technikkonsolen, Gott sei Dank 2 Wissenschaftskonsolen und 4 Technikkonsolen. Und es kommt mit den sogenannten Angriffsdrohnen der Kelvin-Zeitlinie, aber halt in Blau. Hier sind sie jetzt gerade lila. Das wäre dann die Lobby-Store-Variante. Die Lithium-Variante aus dem Lithium-Store. Hier haben wir erhöhte Hüllenregeneration. Widerstand gegen Energie- und Strahlungsschaden. Kritische Trefferchance. Hüllentrefferpunkte. Und zielreiche Umgebung, Strahlenbank, Feuerfragen, Kanonen, Streuserwerfer, erhöhen Waffenschaden. Bis zu 30 Mal stapelbar, bis zu 4 Stapel pro Sekunde. Ja, also irgendwas mit 30%. Schon durch die erste Fähigkeit
weiß man, dass man hier inklusive Zeitagent ein richtiges Monstrum herstellen kann. Also ich bin jetzt drauf gegangen, mit Radianz Antiprotonen zu arbeiten. Ja, das ist quasi jene welche. Also ich habe hier so eine Kombi aus Herold, Flotten-Antiprotonen und Radianz-Antiprotonen zurzeit, um das Ganze nochmal zu unterstützen. Das gibt halt Trefferpunkte wieder. Und ja, halte ich einfach im Kampf dann dementsprechend gut hoch. Zeitagent habe ich, Wundertäter habe ich jetzt zurzeit leider noch nicht so ausgeskillt. Werde ich dann aber dementsprechend noch machen. Hüllentrefferpunkte habe ich jetzt zurzeit hier 110.000. Was schon richtig ordentlich ist. Man könnte denken, das ist ein Träger. Ist es ja auch fast auch. Was haben wir hier schon? Wir haben ja Lieutenant Commander Universalstation. Dann haben wir Lieutenant Obststation beliebig temporal. Lieutenant Commander der Taktik. Commander der Technik Spionage. Was sehr geil ist. Und einen Feenrichter Wissenschaft. Also wer sich mit Hilfe des Wundertäters ein richtig geiles Technikschiff bauen will und sucht eins, was so richtig reinknallt und auch richtig viel aushalten kann, ist das the choice of the wall. Also das Ding sieht nicht nur awesome aus, hat auch extrem viele Features. Die Konsole, die dazu ist, ist die Breitseiten-Emitter-Phalanx. Passiv plus 3 aktuelle maximale Waffenenergie. 17,8% Wiederaufladegeschwindigkeit Fähigkeiten der Captains-Fähigkeiten. AOE-Schaden in den Seitenbereichen Feuer 10 Mal pro Sekunde zu wegen Gegnerstreu oder 90 Grad Bogenbereich pro Schuss Phaserschaden mal 60 2 Minuten wieder Aufladezeit. Ja. Das wäre dann noch der Bonus von den anderen, die hier so aufgelistet sind. Kann man machen. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Biest. Und damit werden wir jetzt eigentlich schon durch von den Lobbyschiffen, die ich jetzt so besitze. Beziehungsweise den sogenannten exotischen Wissenschaftsschiffen. Wie gesagt, es gibt von der Wels jetzt noch eine T6-Version. Und ja, es gibt noch einige andere. Aber ja, wie gesagt, das waren jetzt so meine exotischen Highlights. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, passt. Ach, und eine Tarnung hat's. Stimmt. Also eine normale Tarnung, ne? Keine Kampftarnung, sondern normale Tarnung. Außerhalb des Kampfes könnt ihr dann in die Tarnung gehen. Ne? Ja, an sich richtig geiles Ding. Die Konsole, die dazu ist, funktioniert leider nur im Kampf. Aber das macht ja nichts. Die benutzt eigentlich auch so gut wie keiner, glaube ich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und was als nächstes kommt, muss ich nachdenken, was ich jetzt als nächstes Bock habe, mal zu zeigen bzw. euch näher zu bringen, was es da noch für ja, so Schiffe gibt allgemein. Vielleicht fangen wir mit den Spionage-Forschungsschiffen an und gehen dann über zu den allgemein älteren Wissenschaftsschiffen, die es noch so gibt. Oder aus dem Sensor halt noch ein paar, die man halt jetzt so noch erwerben kann. Beziehungsweise für Nostalgiker.
Ja, die ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Oder vielleicht schon immer mal in Vulkanische fliegen wollten und so weiter. Aber was es genau wird, das wird sich zeigen. Danke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.